Willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir starten heute gemeinsam Deus Ex Mankind Divided, der Nachfolger von Human Revolution. Wer den Nachfolger nicht kennen sollte, kein Problem. Jetzt kommt die gesamte Geschichte von Human Revolution zusammengequetscht. Das Video geht trotzdem relativ lange, aber ich empfehle euch wirklich, das Video nicht vorzuspulen. Klar, die Leute, die es schon kennen sollten, können das gerne tun. Für alle, die es nicht mehr genau wissen, wie das damals so war oder die den Vorgänger gar nicht gesehen, gespielt haben, die sollten sie es wirklich angucken, denn die Geschichte ist relativ komplex und es wird alles perfekt erklärt. Wer es also schon kennt, einfach vorspulen, es dauert eine Weile. Gut, ansonsten würde ich mich natürlich wie immer freuen über eine Bewertung. Wäre geil, wenn wir eine richtig fette Zahl gemeinsam erreichen. Also, bis gleich! 2027. Fortschritte auf dem Gebiet der Biotechnologie ermöglichen es Menschen, ihre körperlichen und geistigen Fähigkeiten erstaunlich zu verbessern. Falls sie es sich finanziell leisten konnten, versteht sich. Ein neuer Typus betrat die Bühne. Halb Mensch, halb Maschine. Und zumindest in Detroit war nicht jeder froh darüber. Ich hatte gerade eine Stelle als Sicherheitschef von Seraph Industries angetreten, einem führenden Biotech-Unternehmen. David Seraph hatte mich persönlich dafür ausgewählt, seine Mitarbeiter zu beschützen. Dazu gehörte auch meine Ex, Megan Reed. Sie war eine brillante Neurowissenschaftlerin und hatte einen Weg gefunden, Augmentierungen für alle sicher und bezahlbar zu machen. Sie musste ihre Ergebnisse nur noch vor dem Kongress präsentieren. Aber in der Nacht davor versagten meine Sicherheitsmaßnahmen. Ein Team von Black Ops-Söldnern stürmte die Seraph-Zentrale und tötete alle Anwesenden. Drei von ihnen waren schwer augmentierte Panzer auf zwei Beinen. Ihre Mission? Megan und ihr Team auszuschalten. Ich wollte sie aufhalten, aber ihr Anführer warf mich durch eine Panzerglasscheibe. Das Letzte, was ich hörte, als eine Kugel in mein Gehirn einschlug, war Megans Todesschrei. Ich hätte mit ihr sterben sollen. Aber das passierte nicht. Militärische High-End-Optimierungen retteten mein Leben. Die besten Augmentierungen, die Seraphs Geld kaufen konnten. Nach einem halben Jahr hatte ich mich an sie gewöhnt. Weitere Ruhe war mir nicht vergönnt, denn Seraph Industries wurde erneut angegriffen. Diesmal von einer radikalen Gruppe prohumaner Puristen. Gewalttätig, militant und fanatische Gegner menschlicher Augmentierung. Sie bezeichneten sich als Mitglieder der Humanitätsfront, einer gemeinnützigen Organisation, die von der UN eine Begrenzung der Biotechnologieforschung forderte. Bei ihrem Einbruch in Seraphs Fabrik stießen sie auf Techniker, die gerade an einer streng geheimen Augmentierung namens Typhoon arbeiteten. Ich sollte sie wieder beschaffen und fand schließlich direkt daneben einen der sogenannten Puristen, die mit Gehirnimplantaten ihre geheimen Daten herunterladen wollte. Hinter der Sache steckte offensichtlich mehr. Der Opti beging Selbstmord, bevor ich ihn befragen konnte. Seraph befahl mir, tiefer zu graben, und das tat ich auch, mit Hilfe von Frank Pritchard, Seraphs Leiter der Cybersicherheit. Es stellte sich heraus, dass ein zweiter Hacker die Aktionen des Optis von außen gesteuert hatte. Pritchard und ich verfolgten sein Signal bis zu einem geheimen FEMA-Internierungslager in Detroit. Dieselben Black Ops-Söldner waren dort, die mich 6 Monate zuvor zum Sterben zurückgelassen hatten. Sie versuchten natürlich erneut, mich zu töten. Aber diesmal hielt ich dagegen. Ich schaltete einen Tank namens Barrett aus und bekam von ihm eine neue Spur. Ein Penthouse in China. Natürlich wussten wir beide, dass es eine Falle war. Hengsha, China. Heimat einer so überfüllten Stadt, dass sie eine zweite obendrauf bauen mussten. Hier Spuren zu finden, dürfte schwierig werden. Zum Glück war ich nicht allein. Farida Malik, die beste Pilotin von Seraph Industries, hatte schon in Hengsha gelebt. Es ist immer gut, jemanden an der Seite zu haben, der sich auskennt. Malik setzte mich in der Lower City ab, in der Nähe des Penthouses, das Barrett erwähnt hatte. Bell Tower Associates, ein privates Sicherheitsunternehmen im Dienst der chinesischen Regierung, ließ das Apartment gerade durchsuchen, als ich ankam. Aber nicht aus dem Grund, den ich vermutete. Es stellte sich heraus, dass der Mieter ein krimineller Hacker namens Van Bruggen war. Derselbe Hacker, der den Opti in Seraphs Firma ferngesteuert hatte.
Seine Panikreaktion, ihn Selbstmord begehen zu lassen, war ein Fehler gewesen. Denn nun wollten ihm seine Söldnerkameraden ans Leder. Und ich musste ihn zuerst finden. Der Weg zu Van Bruggen führte über die Triaden, die Bosse des organisierten Verbrechens in Hengscha. Sie hielten den Hacker in einem billigen Capsule-Hotel fest. Als ich Van Bruggen fand, erzählte er mir freimütig, wer ihn rekrutiert hatte. Zhao Yunru, die Präsidentin von Taiyong Medical. Laut Van Bruggen wollte Zhao die Augmentierungsindustrie monopolisieren und hatte Black Ops-Söldner zur Destabilisierung ihrer Konkurrenz rekrutiert. Seraph Industries stand ganz oben auf ihrer Liste. Um das zu beweisen, musste ich bei TYM eindringen und ein Überwachungshologramm von einem Server holen. Ich hatte den Verdacht, dass Van Bruggen mir etwas verheimlichte, aber nichts hätte mich auf das vorbereiten können, was mich dort erwartete. Megan war nicht tot. Sie und ihre vier besten Kollegen waren entführt worden. Und ihre Entführer hatten es aussehen lassen, als wären sie tot. Ich musste mehr erfahren und stellte Zhao in ihrem Penthouse zur Rede. Sie behauptete, nur ein kleines Rad im Getriebe zu sein und deutete eine mächtige Gruppe an, die die Geschicke der Welt kontrolliert. Dann floh sie in einen Panikraum und löste Alarm aus. Zeit für einen schnellen Abgang. Ich war sicher, dass Zhao gelogen hatte. Aber ein Teil ihres Geständnisses klang logisch. David Seraph war um seine Leute so besorgt gewesen, dass er allen einen Peilsender unter die Haut hatte implantieren lassen. Die GPLs hätten am Tag des Angriffs senden müssen. Aber laut Zhao hatte ein einziger Anruf bei Pikes, dem weltweit führenden Anbieter von Satellitennachrichten, genügt, um diese Signale abzustellen. Ich musste ins Pikes Hauptquartier in Montreal, um mehr zu erfahren. Eliza Kassan, First Lady of News von Pikes. Malik erklärte mich für verrückt, als ich sagte, Eliza sei in die Sache verwickelt. Die berühmteste Nachrichtensprecherin der Welt und ein Söldnerteam? Aber als ich Kassan in ihrem Büro befragte, gab sie offen zu, die Satelliten über Detroit in der Nacht gestört zu haben, als Megans Team entführt wurde. Sie habe allerdings nur Befehle befolgt. Sie wollte wohl noch mehr sagen, als Black Ops-Söldner auftauchten, um uns beide auszuschalten. Und plötzlich verschwand die Eliza, mit der ich gesprochen hatte. Die Söldner wurden von einer augmentierten Killerin angeführt, der ich schon zweimal begegnet war. Fedorova, eine Frau, deren bester Freund die Stille war. Sie wartete, bis ich Elizas Sendesignal zu einem Serverraum unter dem Pikes-Komplex verfolgt hatte und griff mich dann von hinten an. Es kam zum Kampf. Danach war sie für immer still. Als Fedorova tot war und Eliza nicht mehr überwachen konnte, tauchte diese wieder auf. Es stellte sich heraus, dass Pikes First Lady of News überhaupt keine Lady war, sondern ein KI-Programm, das Datenstreams verarbeitete und die öffentliche Meinung kontrollierte. Eliza erzählte mir, dass die Söldner einen Arzt der Humanitätsfront namens Isis Sandoval mitgebracht hatten, um die Peilsender zu entfernen, während die Satelliten über Detroit offline waren. Und wenn ich mehr wissen wollte, sollte ich mit David Seraph reden. Als Malik und ich wieder in Detroit ankamen, waren die Spannungen zwischen normalen und augmentierten Bürgern eskaliert. In mehreren Städten kam es zu Unruhen und die UN sollte eingreifen. Seraph wollte eine Abstimmung über eine Intervention verhindern und sprach deshalb mit Hugh Darrow, dem Erfinder und Philanthropen, der früher ein führender Verfechter der Optimierungstechnologien gewesen war. Für Seraph stand viel auf dem Spiel. Megans Entdeckung hätte Millionen die Möglichkeit gegeben, sich über ihre normalen Möglichkeiten hinaus zu entwickeln. Und sie hätte gleichzeitig Seraph Industries in den Fortune 500 weit nach vorne gebracht. Laut Seraph wussten das Megans Entführer. Sie wollten diese Entwicklung aber nur, wenn sie sie selbst kontrollieren konnten. Seraph nannte seine Feinde Illuminaten und drängte mich weiterzusuchen. Ich suchte weiter und spürte Sandoval über den bekanntesten Augmentierungsgegner Amerikas auf, Bill Tackett, Sandovals Boss und Gründer der Humanitätsfront. Im Verhör gab Sandoval zu, Megans Team operiert zu haben, aber nicht, um die GPLs zu entfernen. Er hatte sie lediglich auf eine andere Frequenz umgestellt.
Critchard konnte eines der Signale bis nach China verfolgen. Malak und ich machten uns sofort auf den Weg. Unglücklicherweise waren uns die Illuminaten einen Schritt voraus. Vom Himmel geschossen von Bell Tower Associates. Nur Sekunden nach der Ankunft im Luftraum von Hangzhou. Maleks Können als Pilotin rettete mich. Nach einem harten Kampf entkam ich nach Lower Hangzhou. Das Signal, dem ich folgte, führte mich direkt zu den Triaden. Genauer gesagt zu dem augmentierten Arm von Tong Si Hung, dem Anführer einer Bande von Augmentierungsharvestern. Tong sagte, er habe den Arm einer Leiche abgenommen, die Bell Tower vor seine Tür gelegt hätten. Mindestens einer von Seraphs Wissenschaftlern war demnach tot. Aber vielleicht nicht alle. Tong erzählte mir von einem Hafen für Menschenhandel und half mir an Bord eines Schiffes von Bell Tower zu gelangen. Es fuhr zur Rifleman Bank Station, einer Militärbasis im südchinesischen Meer. Bell Tower hielt dort entführte Zivilisten gefangen und benutzte sie zur Perfektionierung des Hiren-Projekts, einem Mensch-Computer-Interface, bei dem die meisten Testpersonen ihr Leben lassen mussten. Meine Suche nach Megan hätte damit geendet, wenn nicht ein geheimnisvoller Verbündeter namens Quinn aufgetaucht wäre. Für meine Hilfe, Bell Tower hochgehen zu lassen, brachte er mich auf ein zweites Schiff, das nach Singapur fuhr, zur Omega Ranch, einer Biotech-Anlage der Illuminaten. Drei von Seraphs Wissenschaftlern wurden dort dazu gezwungen, eine Technologie zur ferngesteuerten Abschaltung von augmentierten Fähigkeiten zu entwickeln. Dank eines Notfallrückrufs der Weltgesundheitsorganisation war der erforderliche Biochip bei Millionen von Menschen weltweit bereits installiert worden. Mit Hilfe der Wissenschaftler verfolgte ich Megans Spur bis zu einem privaten Bereich der Ranch. Dort traf ich auf Jaron Namir, den Panzer, der mir bei unserer ersten Begegnung eine Kugel ins Gehirn gejagt hatte. Er hatte sich mit Zhao zusammengetan und gehofft, mich unvorbereitet zu erwischen. Ein für ihn folgenschwerer Irrtum. Ich fand Megan in einer Suite, die Hugh Darrow gehörte, dem milliardenschweren Philanthropen, den Seraph um Hilfe gebeten hatte. Darrow hatte sie überzeugt, den Biochip-Plan weiter zu verfolgen, indem er versprochen hatte, die Tech zu sabotieren. Gerade als sie das erklärte, begann Darrow mit einer weltweiten Fernsehansprache, in der er verkündete, dass Augmentierungen der Untergang der Menschheit seien. Und um das zu beweisen, aktivierte er die Biochips. Auf der ganzen Welt begannen Augmentierte Amok zu laufen und zu töten. Darrow hatte alle hintergangen. Und ich musste jetzt alles wieder in Ordnung bringen. Dazu musste ich Panchaya erreichen, eine riesige Anlage im arktischen Ozean. Ich rannte durch Gänge, die von augmentierten Arbeitern gebaut worden waren. Und überall sah ich Tod und Zerstörung. Als ich Darrows Sendesignal endlich abschaltete, war mir klar, welchen Schaden er angerichtet hatte. Dennoch war die Zukunft der Menschheit unklar. Wie würde die Welt auf diese Sabotage reagieren? Würden die Menschen jemals wieder Vertrauen zu Augmentierungen fassen? Was würde der nächste Schritt der Illuminaten sein? Nur die Zeit konnte uns darauf Antworten geben. Sie werden doch jetzt nicht sentimental, Techno, oder?
Falls doch, MacReady. Sie werden es nicht kommen sehen. Agent Jensen, bekomme ich ein Problem mit Ihnen? Nein, Sir. Dazu besteht keine Veranlassung. Gut. Sie sind nämlich der einzige Augmentierte in diesem Team. Und das will ich unbedingt ausnutzen. Alle herhören! Wir haben einen Sandsturm am Arsch und können uns keine Fehler leisten. Wir suchen einen Waffenhändler. Sein Name ist Shepard, ein Ex-Bell Tower. Einer der Special Forces Commander, die während des Zwischenfalls verschwunden sind. Er ist aus seinem Versteck raus? Klingt nicht gut. Ist es auch nicht. Er verkauft Waffen und Militäraugmentierungen an Terroristen. Das ist Aaron Singh, der Undercover-Agent, der Shepard aus seinem Loch geholt hat. Der beste UC, den Interpol hat. Seit 3 Jahren versucht er, bei den Djinn nach oben zu kommen. Einem Schmugglerkartell aus dem Irak, das den Osten infiziert hat wie eine Seuche. Letzte Woche hat unser Waffenhändler, den Djinn, eine große Lieferung Schwarzmarktware zu einem Spottpreis angeboten. Singh soll die Abwicklung übernehmen. Es wird Ihnen nicht gefallen, wenn Interpol Ihre Party sprengt. Ist Singhs Tarnung wirklich gut? Im Moment schon. Und es muss auch so bleiben. Hier soll der Deal stattfinden. Ein halbfertiges Hotelhochhaus, das seit dem Zwischenfall verlassen ist. Das Innere ist nicht gerade schön. Lassen Sie mich raten. Die meisten Arbeiter hatten schwere Industrieaugmentierungen. Und beim Zwischenfall sind sie durchgedreht und haben ein Massaker angerichtet. Und seitdem war niemand außer einigen obdachlosen Junkies mehr da drin. Wie lautet Ihr Plan, Direktor? Singh trifft Shepard im Erdgeschoss, im Atrium des Hotels. Der Großteil seines Djinn-Teams ist im Penthouse und sichert einen Aussichtspunkt. MacReadys Team bezieht beim Atrium Position und führt die Verhaftung durch. Jensen, Sie gehen alleine übers Dach rein. Mein Einsatzziel? Sie sorgen dafür, dass die Djinn nicht angreifen. Soweit wir wissen, gibt es nur einen Weg vom Atrium zur Penthouse-Etage. Ein halbwegs intakter Fahrstuhlschacht. Hier. Blockieren Sie den Zugang. Okay, lassen Sie mich gehen. Wollen Sie sich dabei nur auf Ihre Augmentierungen verlassen? Ich würde an Ihrer Stelle etwas Hardware mitnehmen. Zur Sicherheit. So, habt ihr meine Stimme vermisst? Hier bin ich und wir können jetzt für die erste Mission wählen. Nicht tödlich oder tödlich. Ich entscheide mich mal rein aus Neugier für nicht tödlich. Wir haben da drin einen UC und es ist vielleicht leichter, seine Tarnung zu wahren, wenn er am Ende nicht der Einzige ist, der noch atmet. Gut mitgedacht. Genau, denn wenn ihm was passiert, werden Sie es seiner Frau sagen. Nach Ihrem Krankenhausaufenthalt, versteht sich. Wie sieht's mit der Distanz aus? Es gibt in dem Gebäude viele große Räume und hohe Decken. Aber es gibt auch einige kleine, enge Zimmer. Eigentlich schlecht zum Schießen. Okay, wir können wählen. Distanzwaffen, Betäubungsgewehr oder Nahkampf, Elektroschockpistole. Ich will eher nah ran. Ich riskiere ungern was. Geben Sie mir etwas für den Nahkampf. Bekommen Sie. Eines noch, Jensen. Singh sagt, die Djinn benutzen einen tragbaren Funkverstärker. Er hat eine bessere Chance, seine Tarnung zu halten, wenn sie das Ding deaktivieren. Ich halte die Augen offen. Aber stehen wir nicht unter Zeitdruck? Sie haben gesagt, ein Sandsturm zieht auf. So ist es. Und wir haben die Infos über diese Mission in letzter Minute bekommen. Also schwimmen wir ein bisschen. Im Notfall müssen Sie die Djinn vom Atrium fernhalten. Verstanden. Schluss mit dem fröhlichen Geplänkel, meine Herren. Wir nähern uns dem Zielgebäude. Sie zuerst, Jensen. Es geht los. Taskforce-Kommando. Hier Knife Leader. Aktiviere Flüstertriebwerke und gehe runter auf 1.5.
Und da wären wir. Teamleader hier, Jensen. Ich bin auf dem Dach. Empfang ist klar. Gehen Sie ins Gebäude. Der Zugang, den Sie blockieren sollen, ist am anderen Ende der Okay, unterbricht das. Häuser. Und noch was. Der direkte Weg ist nicht immer der einfachste. Roger. MacCready meldet sich, sobald sein Team am Boden ist. Miller out. Gut, also, hier steht greifen. Ah. Und jetzt kann ich es werfen. Alles klar. Das ist nicht schlecht. Da würde ich gerne jemanden mit zersägen. Na Kumpel, wie geht's? Durchsuchen. Körpermanipulation. Aber das kann ich hier. Moment. Ich nehme ihn aber mit. Ah, einmal schnell drücken, durchsuchen. So. Credit Chip, den nehmen wir mit. Und halten für ziehen. Noch ein Credit Chip. Wir haben jetzt hier nicht tödliche Waffen dabei. Das bedeutet, jeden, den ich jetzt hier treffe, den betäube ich nur. Na, was hast du, Kollege? Gar nichts. Leer. Also von der Grafik merkt man schon, ein großer Sprung nach vorne im Gegenzug zum Vorgänger. Gefällt mir aber eigentlich ganz gut. Adam, ganz ehrlich. Ducken. Ganz ehrlich, dein Sprinten ist wirklich erbärmlich. Ich meine, du bist mehr Maschine als Mensch. Und sprintest wie eine alte Frau. Okay, hierhin, öffnen. Na, jetzt dachte ich mir eigentlich, wir können das hier einschlagen. Ja, der Anfang natürlich ein bisschen in die Steuerung reinfinden. Aber ich habe mir schon die ersten... Jensen, wir bewegen uns durch die Lobby Richtung... Oh, scheiße! Was ist los? Die Djinn haben ein paar Generatoren aufgestellt. Wir müssen die Tastenfelder hacken. Genießen Sie es, MacReady. Sie haben Farben und Form. Wichtig ist nur eins. Rot ist böse. Fick dich! Ich habe mir schon die ersten Kritiken durchgelesen und das Spiel kam sehr gut weg. Wirklich. Besser als der Vorgänger. Umso mehr bin ich gespannt, was uns hier erwarten wird. Moment, wo muss ich hin? Ah! Greifen können wir auch. Rutschen können wir nicht. Wir können nicht rutschen. Nope, wir können absolut nicht rutschen. Gut, Inventar. Wo ist mein Gerät? Granate. Ah, LB, Moment. Ganz viel Zeug, das wir wieder lernen müssen. Smart Vision. Das hätten wir hier drüben. Und jetzt hier zuweisen. Aha, so funktioniert das. Gut. Ich habe den Vorgänger damals nur am PC gespielt, deswegen muss ich erst hier ein bisschen in die Steuerung reinkommen. Alles klar, hier müssen wir sprengen. Oder wir schlagen einfach durch. Immerhin bin ich Adam Jensen. Aber hier, komm schon. Ah, Moment, wir brauchen Strom. Strom, Strom, Strom. Warte mal. Also hier drüben stehen Gegner rum. An den Kasten sollen wir irgendwie hin. Kann ich möglicherweise hier hochklettern? Ist das drin? Der gute Adam kann. Dann hier hin. Und dann machen wir die Sicht mal wieder weg. Und dann hier so rum. Ist doch gar kein Problem. Das hätte auch ein normaler Mensch tun können. Oh, das ist aber eher unangenehm. Selber Weg wieder zurück. Auch wenn ich hier voll der Übermann bin, gegrillt werden kann ich trotzdem. Also, wir sollen die Knoten übernehmen. Dann müssen wir einmal hier hin. Anomalie, kein Problem. Jetzt schnell hier rüber. Eine halbe Minute, klar, kriegen wir easy hin. Wir müssen zur Registry und die Registry ist da unten das Grüne. So, und dann hier hin. Tja, Adam Jensen, was kann der Mann nicht?
Türen öffnen. Das kann ich nicht. Okay, Tutorial. Sollen wir das Tutorial machen? Wir nehmen es mal mit. Alles klar. LB. So. Jetzt natürlich drüber springen. Und dann wieder hier hin und wieder LB. Also man sieht schon, das Spiel hat einen sehr ausgeprägten Deckungsmodus. Alles klar. Halten. Ah, so kann ich um die Ecken gehen und jetzt stehe ich direkt bei ihm. Er hustet. Und ist tot. Plündern kann man ihn auch. Den Djinn. Und das war's. Ja. Und ich muss sagen, das Deckungssystem finde ich mega nice. Guck mal, wie schnell ich hier vorne bin. Bei der Waffe hier muss man sehr nah rangehen, denn die Elektroschockpistole hat keine besonders hohe Reichweite. Das ist so ein bisschen der Nachteil von der Waffe. Oh, das will ich gar nicht. Ja, damit kann ich dann Gegner und Wachen weglocken. So, jetzt kann ich auch töten, wenn ich will. Klar, die reguläre Pistole hat dann auch Reichweite. Aber die hier muss man sehr nah rangehen. War zumindest so im Vorgänger. Und ich denke, wow, hier ist es nicht unbedingt anders. Ich muss auch sagen, die Karte, die Minimap, die ist ziemlich nützlich, denn wir sehen auch den Sichtwinkel vom Gegner. Alles klar, die zwei trennen sich. Ja, dann warten wir hier ein bisschen. Und je nachdem, wie man das Spiel eben spielt, so verändert sich auch die Geschichte. Und der Eierkopf, der ist erledigt. Ah, dreh dich bitte nicht um, Bro. Dreh dich bitte nicht um. Ich versuch's. Renn! Oh, es war knapp. Das war ziemlich knapp. Also jetzt würde ich den wahrscheinlich gar nicht treffen. Ich müsste noch ein bisschen näher ran. Gute Nacht, mein Freund. Hat er sich gerade umgedreht. Ich weiß gar nicht, wie lange die pennen. Aber es kann sein, dass sie auch wieder aufstehen irgendwann. Okay, plündern wir die Bande und nehmen mit, was wir mitnehmen können. Was hat der hier für eine Waffe? Maschinenpistole. Und nochmal hier Munition. Aber ich bin ja eher so der Pazifist. Nur töten, wenn es wirklich sein muss. Alles klar. So, wir schauen mal, bevor wir loslegen. Okay, wir müssen immer bei Blau starten. Nuke. Übernehmen. Also so rum. Gut, versuchen wir es. Dann hier hin. Dann hier hin. Dann hier hin. Diesmal gar keine Probleme. Easy. Easy Hack. Jensen, Mac, Achtung. Laut Doppler nähert sich der Sandsturm schnell. Er ist groß und trifft uns voll. Ich hasse die Wüste. Visuelle Bestätigung? Ja, die Zeit ist nicht auf unserer Seite. Verstanden. Verstanden. Einfach hier mit der Faust geöffnet. Credits. Schnaps. Nutten. Keine Nutten. Komm, was ist da drin? Öffnen. Wir haben keine Zeit. Sandsturm kommt. Klonk. Noch eine Knarre. Noch ein bisschen Munition. Nice. Ja, man merkt schon, in dem Spiel muss man auch eine ganze Menge looten. Revolvermunition. Auch nicht schlecht. Na, was haben wir hier drüben? Dich kann ich greifen und irgendwo anders vielleicht möglicherweise hinstellen. Alles klar, wir sollen hier drüben hin. Die Kollegen pennen immer noch.
wir sind auf den Dächern, dann Penthouse. Einmal bitte zu den Reichen und Schönen, damit ich sie ausrauben kann. Ach ja, Dubai. Wolkenkratzer neben Wolkenkratzer, die bauen gerne hoch. Jetzt aber Vorsicht. Das hatten wir doch eben gerade, oder? Tarnung und Ablenkungsmanöver? Na gut. Na gut, dann schauen wir mal rein. Ah, hier was werfen. Nice, oder? Glasschild-Tarnung. Okay, der Kollege kann mich wirklich nicht sehen. Wie geil ist das denn, oder? Das ist mega nice. Ah, okay, ich kann sie auch markieren. Entmarkieren. Jetzt schaue ich mal wegen der Reichweite. Habt ihr es gesehen? Das Ding hat absolut keine Reichweite. Null Reichweite. Na gut. Wir können uns hier perfekt tarnen. Nutzen wir aber nur dann, wenn wir es brauchen. Denn Energie. Oh, der springt nach unten, der Dude. Wo will er denn hin? Die Steuerung gefällt mir immer besser. Am Anfang dachte ich so, ah, aber jetzt ergibt alles Sinn. Schon richtig geil gemacht. Nice. Hat der andere irgendwas mitbekommen? Ich hoffe nicht, deswegen komm mal mit. Ich schleife dein Gesicht einmal über den Boden. Deine Credits nehme ich auch noch mit. Was haben wir hier drüben? Gib mir dies. Vorsicht, Vorsicht. Was zur Hölle? Ich glaube, wenn mich ein Gegner sieht... Das ging schnell. Ist der Signalverstärker schon installiert? Bin ich tot. اه عشان المخزن من المخازن اللي موجوده على السطح عشان تكون بعيده من الرمل gut es hängt zu viel an diesem deal wir können keinen zusammenbruch des funkverkehrs brauchen يلا نبتدي نتحرك shit ich dachte hier kann ich vielleicht hoch ich bin schon total überrascht moment natürlich kann McCready, ich das wie kommen sie voran langsamer als erwartet als hätte hier unten jemand einen friedhof umgepflügt wie bitte Als es 27 losging, müssen alle zu den Treppen gestürzt sein. Überall Leichen. Auch einige ihrer Verwandten, Jensen. Soll ich Ihnen ein paar Teile mitbringen? Keine Teile. Aber wenn Sie schon fragen, ich nehme meinen mit Milch und zwei Stück Zucker. Ach, Jensen. Der König der trockenen Sprüche. So, was habe ich hier? Das nächste Tutorial. Sollen wir es machen? Ach nee, komm. Ich komme eigentlich ganz gut zurecht, oder? Nein, da ist gar nichts. Nur Sand. Was haben wir hier Schönes? Biozelle nehmen wir mit. Komme ich hier durch? Nahkampf. Oh, fuck! Oh, fuck! Ich habe irgendwas runtergeworfen. Eine Granate. Gas. Ich habe Gas runtergeworfen. Irgendjemand krepiert da unten gerade ganz, ganz schrecklich an meinem Giftgas. Ah ne, betäubt nur. Ich habe leider keine Taste für Schlagen. Na, irgendwie nicht. Hm. Vorhin hat er automatisch geschlagen. Deswegen bin ich jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Und hier geht's ja nur wieder zurück. Jetzt habe ich mir einmal nicht das Tutorial reingezogen, weil ich dachte, hey,
bist voll der Boss, du brauchst es nicht. Bums, komm ich nicht weiter. Egal, dann, wer will schon schlagen, wenn er Umwege gehen kann? Die Folge ist eigentlich auch schon wieder vorbei. Aber ich mach's jetzt ein bisschen länger, weil es kam ja sehr viel Video. Sehr, sehr viel Video. Husch, 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 Mr. Adam fucking Jensen. Husch, 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 husch. Cool bleiben. Erinnert so ein bisschen an Hitman, ne? Aber man kann das Ganze auch ziemlich actiongeladen durchspielen. Und natürlich wird sich alles noch verbessern. Das ist nur das Tutorial. Also bitte nicht das Spiel gleich wieder verfluchen und verteufeln. Nicht genügend Tod und Action und Nutten. Das Spiel ist scheiße, Keys. Ach, den habe ich umgenockt. Mit dem Gas. Ah, Vorsicht, 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 Vorsicht. Siehst du was? Nicht übermütig werden. Wow. Nicht übermütig werden. Was dauert denn da so lange? Oben ist also einer und die beiden hier unten. Dann flutschen wir einmal hier durch. Alter, ich liebe sowas. Ich liebe solche Waffen. Ist genau mein Ding. Wir hätten die Atemgeräte mitnehmen sollen. Ihr kennt ja meinen Hitman-LP. Hoffentlich. Und ich liebe solche Schleichspiele. Stealthen ist einfach geil. Beobachten, planen, daneben schießen. Jensen, wie ist Ihre Position? Ich arbeite mich durch die Penthäuser. Vergessen Sie nicht den Funkverstärker der Djinn. Deaktivieren Sie ihn, falls möglich. Roger. Oh oh. Credits. Hauptsache Credits. Du siehst mich nicht, Alter. Du siehst mich nicht. Die Reaktionszeit von dem Typen. Der andere hat mich verloren. Er traut sich einfach nicht, um die Ecke zu gehen. Ey, die Steuerung ist ein bisschen träge. Was das Schießen angeht. Da muss ich, glaube ich, noch ein bisschen dran rumfingern. Und es kotzt mich gerade an. Ist der eine aufgestanden oder was ist da los? Was? Das meine ich, ist voll ungenau. Ich werf wirklich gegen die Wand. Ich baller dir hier Strom in den Sack rein, Alter. Voll in den Sack. Gern geschehen. Deine Hoden wurden gegrillt. Gut, Leute. Hier machen wir mal einen kleinen Cut. Die Lage hat sich entspannt. Wenn ihr mehr sehen wollt von diesem wunderbaren Spiel, oh, ich wollte ihn runterwerfen, dann natürlich bewerten. Rauchgranate, sehr schön. So kann man mir am allerbesten weiterhelfen. Ach, hier ist meine letzte Position. Okay, irgendwo hier muss noch jemand rumrennen. Danke fürs Zusehen. Danke für den Support. Wir sehen uns beim nächsten Mal. PDA. Eine Datenbank. Suche wird abgeschlossen. Okay, ich glaube, ich bin wieder undercover unterwegs. Also, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Danke für den Support. Doppeldanke, dreifach danke, danke, danke. Und tschüss!